Wir sind die Gruppe Undertune. Wie schon gesagt, wir heißen Lou, Melly, Ile und Joel. Jetzt erzähle ich so die Inhalte von unserem Projekt. Wieso entstand Undertune? Wir wollten das Problem lösen, dass man immer nur die gleichen Arten. Ach so, sorry, ich habe es falsch verstanden. Die Inhalte sind, wieso entstand Undertune? Was ist Undertune überhaupt? Was haben wir angepasst? Dateien und Technologie, Live-Demo und am Ende gibt es auch einen GitHub-Link und ein Dankeschön und ein Tschüss. Du gehst auf Spotify, du drückst auf Shuffle und denkst dir, läuft hier immer dieselben Künstler? Das haben wir uns auch gedacht und wir finden es nicht gut, deswegen haben wir Undertune entwickelt. Was es ist, erzählt dir jetzt die Ile. Also es ist eine Website, wo du deine Lieblingskünstler angeben kannst und da kommen halt ähnliche Künstler, die gleiche Genre etc. Und das soll dabei helfen, mehr zu erkunden und mehr Aufmerksamkeit den Künstlern zu geben. Und das erzählt euch jetzt. So, tatsächlich war Undertune, entstand Undertune schon letztes Jahr. Jedoch dachte ich mir, okay, vielleicht können wir das noch ein bisschen anpassen, vielleicht können wir ein paar Neuerungen dazu packen. Das wäre einerseits, wir haben ein neues Design entwickelt, wir haben ein komplett neues Logo, wir haben eine neue Seite. Jetzt gibt es auch noch einen Link zu Spotify-Profilen, heißt, wenn man die Künstler aufsucht, gibt es einen Link, der zu Spotify-Profilen führt. Jetzt ist der Enter-Button drückbar, das war vorher nicht so. Vorher musste man auf den Suchknopf drücken, was sehr umständlich war. Wir haben jetzt einen Suchverlauf implementiert, der nicht so schön ist, aber ich finde ihn sehr schön, weil wir ihn gemacht haben und da steckt sehr viel Liebe drin. Und wir haben uns an die Shazam API rangetastet. Wir haben versucht, mit ihr eine Songerkennung einzubauen. Das hat jedoch nicht funktioniert. Jedoch erzählen wir euch gleich ein bisschen was drüber. Dann gehen wir rüber zu den Daten und Technologien. Was haben wir eigentlich benutzt, um Undertune umzusetzen? Eine neue Folie? Nicht so, ja. Gut, einerseits haben wir JavaScript benutzt für die Entwicklung. Wir haben HTML für die Seite benutzt. Wir haben Web Studios benutzt für das neue Interface, CSS unter anderem auch. Wir haben die Spotify-API benutzt, welche uns die Daten schickt zu den Spotify-Künstlern. Und außerdem haben wir die Shazam-API benutzt. Nicht offiziell umgesetzt, also nicht gut umgesetzt, aber wir haben sie verwendet. Für mehrere Stunden haben wir mit ihr gearbeitet. Es hat nicht geklappt, aber das ist egal. Wir haben sie verwendet. Jetzt kommt einmal die Live-Demo. Die stelle ich euch vor. Also, so sieht die Website aus. Hier habt ihr einmal den Search-Button. Okay. Könnt ihr auch größer machen. Jetzt geben wir einen Künstler ein, zum Beispiel den wir mögen. Wir machen mal Billie Eilish. Dann können wir auf den Enter-Tasten drücken. Oh, achso, ja. Und hier einmal seht ihr oben den Suchverlauf. Und dann kommen ähnliche Artists, Girl in Red, Conan Gray. Und hier oben steht die Popularität von einer Skala von 1 bis 100. Und desto weiter nach unten geht, desto populärer wird es. Hier einmal die Genre und dann gibt es natürlich einmal den Link, können wir andrücken und dann kommt man auf Spotify, jetzt zum Beispiel von Conan Gray und dann muss man wieder zurück. So, einen Moment, ich werde euch jetzt zeigen, was ich probiert habe. Ich habe mir nämlich eine kleine Testwebsite gemacht auf meinem Laptop, bei der wir Shazam ausgetestet haben. Hat nicht ganz geklappt, aber ich werde euch jetzt einfach mal das Konzept zeigen, was der Plan war, wie wir das umsetzen wollten. So, genau, die Konsole. Was mache ich danach? Sieht man es? Man sieht es! Perfekt! So, hier sieht man einmal, was wir gemacht haben. Wir haben einmal hier so einen kleinen Audio-Recorder ge gemacht, programmiert. Der nimmt eine Audio auf, die geht, also wir starten einmal, nimmt eine Audio auf, die geht 5 Sekunden lang, nach 5 Sekunden bricht die ab
Und Ziel der ganzen Sache war, dass wir, wo ist die Konsole? Da. Ziel der ganzen Sache war, dass uns hier in der Konsole dann hier unten der Song ausgegeben wird, den wir aufgenommen haben. Tatsächlich hat das nicht geklappt. Eigentlich sollten hier Matches auftauchen. Das funktioniert auch nicht, wenn man einen Song abspielt. Wir haben jetzt zwar keinen abgespielt, das funktioniert auch nicht, wenn man einen abspielt. Ja, aber das war theoretisch das Ziel, das dann noch in die Seite mit einzubauen. Da saß ich jetzt mehrere Stunden lang dran. Hat leider nicht geklappt. Aber ich wollte nur mal erwähnen, was wir noch versucht haben. Also wir haben jetzt nicht die ganze Arbeit in einen Enter-Button und einen Sofa-Lauf getan. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ah, warte, wir können das einfach direkt hier drinnen lassen. Warte, warte, ich kann das... Ja, so, dann gehen wir mal rüber hier hin. Gehen wir zur Präsentation. Wieso kann ich nicht runterscrollen? Ah, ja, perfekt. Das wäre dann auch das Ende tatsächlich. Hier seht ihr einmal den GitHub-Link. Dann würde ich mich gerne an unsere Mentoren bedanken. Tobias und Benedikt haben uns wirklich sehr, sehr viel geholfen in meinem Projekt. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Danke an zahlreiche Mitteilnehmer, die uns auch geholfen haben. Vielen Dank an das JugendHack-Team, dass sie dieses Event ermöglicht haben für uns. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns beim nächsten JugendHack.